Hallo Schönheiten, ich wollte euch heute ein Tutorial schminken. Und zwar haben das einige nachgefragt. Das habe ich bei diesem Mai-Favoriten-Video getragen. Und das ist so meine Kopie von dem Germany's Next Topmodel-Final-Look. Weil ich war der Meinung, dass alle drei Finalistinnen so das gleiche Augen-Make-up-Schema getragen haben, aber halt anders interpretiert. Also Amelie hat das so getragen wie ich heute, also so Bronze. Und dann halt schwarz und zum Beispiel Jana hat das Silber und schwarz. Aber es ist im Prinzip das gleiche Schema, wie ich es auch nachschminke. Und ja, ihr könnt es mit jeder beliebigen Farbe nachschminken, den Farbtönen, die ich geschminkt habe. Oder halt auch mit anderen Farben, weil die Mädels haben es ja auch mit anderen Farben so getragen. Aber was halt wichtig ist, ist hier die weiße Wasserlinie, die ich jetzt nochmal ein bisschen nachziehe. Und halt einfach, dass das Auge so geöffnet wird. Und dass der Lidschatten nicht so hoch geht. Also ich habe ja auch nicht so hoch gezogen. Und es hat nur so das Auge so umrandet. Ja, das war's auch eigentlich. Ich gehe gleich damit los. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, mein Lid habe ich jetzt schon mit dieser Base von Too Faced grundiert. Ich schreibe alle Produkte in die Infobox, also könnt ihr alles nachlesen. Falls ihr irgendwas nicht genau mitbekommen habt. Und da könnt ihr jetzt natürlich auch jede andere Base nehmen. Also auch eine schimmernde, weil der Look wird am Ende eh schimmernd, aber das ist einfach meine Lieblingsbase im Moment und ich habe sie halt benutzt. Und wie ich die Augenbrauen nachgezogen habe und alle Produkte, könnt ihr hier nochmal nachschauen. So, als erstes nehme ich jetzt, brauche ich jetzt eine Farbe hier fürs ganze Lid. Und da es ja so ein bisschen bronzemäßig sein soll, nehme ich hier aus der Naked Palette von Urban Decay Toasted. Und das tragen wir jetzt erstmal mit einem ganz, ganz breiten Pinsel auf das Lid auf. Es wird einfach aufs gesamte bewegliche Lid aufgetragen und muss nicht so ordentlich sein. Also sollte halt nicht zu hoch gehen, aber wenn es so ein bisschen in die Lidfalte geht, ist kein Problem. Als nächstes benutzen wir ein mattes Schwarz. Da könnt ihr jedes nehmen, was ihr wollt. Ich benutze hier das von Sleek aus der Circus Palette. Und nehme jetzt einen Pencil Brush von Sigma. Und also mit so einer Spitze. Und da trage ich jetzt ganz präzise, versuche ich erstmal hier das Schwarz in der Lidfalte zu platzieren. So. Und hier, also ich gehe nicht weit raus, also gar nicht so, sondern gerade von hier zack runter. Dass das Auge halt am Ende eher so ein bisschen runder aussieht, anstatt zu weit hier nach außen zu laufen. So, als nächstes benutzen wir einen Kajal. Und das ist in meinem Fall der Perfect Look Kajal von P2. Wie gesagt, alles steht in der Infobox. Und da male ich jetzt hier unterm Auge so diesen Wimpernkranz ein bisschen schwarz, um dem Ganzen halt ein bisschen Tiefe zu verleihen. Und jetzt wieder mit Schwarz bisschen setten und halt ja ein bisschen smokier machen. Und ruhig jetzt hier noch so ein bisschen verbinden, damit ihr halt so einen weichen Übergang habt. So, jetzt müssen wir das Ganze verblenden, weil so sieht es natürlich noch nicht so geil aus. Und dann nehme ich hier so ein Blending Brush von Sigma. Und wieder das Schwarz aus der Circus Palette tippe ich so ein bisschen rein und verblende das jetzt halt hier, damit es ein bisschen smokier ist, nicht so hart. Das sieht ziemlich messy aus und dunkel, deshalb nehmen wir nochmal die Naked Palette. Und erstmal wieder Toasted. Ups. Also der hier. Und dann geben wir einen helleren Ton drüber. Und das ist bei mir Sin. Bronzeton nochmal hier drüber geben, weil es sehr dunkel geworden ist. Damit ihr das halt erstmal nochmal, damit es wieder ein bisschen aufhält. So. Und jetzt Sin.
So, und Zinn gebe ich jetzt auch mal hier so ein bisschen in den Innenwinkel. Um das Ganze jetzt wieder ein bisschen aufzuräumen und abzugrenzen, nehmen wir hier meine Lieblingsfarbe von MAC, das ist Blank Type. Das ist so ein ganz hochpigmentierter beiger Ton mit so einem fluffigen Pinsel. Trage ich den jetzt erstmal hier oben auf. So, jetzt highlighten wir das Ganze und dann nehme ich Virgin aus der Urban Decay Palette und trage ihn so mit einem abgeflachten Pinsel auf. Einfach weil er halt noch übrig war. Dann machen wir hier unter die Braue. Und in den Innenwinkel. Jetzt wollen wir, wie bei diesem Look bei Germany's Next Topmodel, die untere Wasserlinie aufhellen. Und dann nehme ich hier von P2 diesen Open Your Eye. So, als nächstes kommt mein Lidstrich und da benutze ich von der Deko so einen. Der High Precision Liquid Liner in 01. Und da ziehen wir jetzt so eine ganz feine Linie hier am Wimpernansatz. Also nicht so dick wie sonst immer, nur ganz fein. So, Lidstrich im Kameradisplay ziehen ist echt nicht einfach. Als nächstes nehmen wir hier so einen Eyeliner-Pinsel, der ist jetzt von Essence. Den finde ich sehr, sehr cool. Da mache ich auch nochmal so ein Video zu. Gehen in das Schwarz. Und verdichten jetzt die Wimpern. Also wir ziehen das so ein bisschen hier hoch und gehen zwischen der Wasserlinie und dem Kajalstrich so rein. So, meine Wimpern sind jetzt getuscht und gebogen und geformt. Und ich habe das mit so einer neuen Methode gemacht, und zwar mit diesem Wimpernformer von Chibo. Und da habe ich euch jetzt ein ganzes Video zugedreht. Also das stellt ihr wahrscheinlich morgen oder so online. Nochmal so, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Wie ich halt meine Wimpern forme und tusche, damit ihr es einfach nochmal seht. So, jetzt kommen wir zum Rest des Gesichtes, weil so sieht es ja ziemlich cakey aus. Und dann benutze ich meinen neuen Schatz, den Chanel Bronzer. Und ich finde den richtig geil. Also der ist sowas von cool. Sieht so aus. Ich glaube, da kommt immer so ein ganzes, ich liebe ihn zu sehr, Video. Aber mir wurde gesagt, ich soll nicht mehr immer über ein Thema so ein riesiges Video machen. Über einen Lippenstift ein ganzes Video, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich find's geil, also. Ja, sie schrecken jetzt mit so einem fetten Puderpinsel auf. Und so hier gerade auf die Wangen. Und hier oben. Und das Tolle finde ich, ich weiß gar nicht, ob es in der Kamera rüberkommt, aber der bräunt einerseits mit so goldenen Pigmenten und dann sind da auch wie in dem Petticoat von MAC so rosane drin. Also das ist einfach so geil. Also ich finde das Produkt richtig cool, weil es auch halt nicht zu hart ist für meinen Hautton, weil es einfach halt schwierig ist als Blondine so einen Bronzer zu finden, der nicht zu orange ist oder so. Ja. Und ich habe ihn dann noch immer in meiner Handtasche. Also hier gibt es ja so einen Pinsel noch dabei. Der ist auch okay. Also ich trage es nicht so jetzt damit auf, aber er ist auch okay. Und ja, damit kann man ihn ganz gut auftragen. Ich sehe jetzt in der Kamera schon wieder total weiß aus, aber in der Natur bin ich eigentlich schon richtig gebräunt für meine Verhältnisse. Noch ein bisschen. Ich habe übrigens mir diesen Shimmer Brick von Bobbi Brown auftragen lassen im Douglas und die Frau hat es so gemacht, so zack, zack. Man hat nichts gesehen, ich weiß auch nicht, aber
entweder oberblatt ich mich immer, damit man sieht, also wenn ich YouTube-Videos mache, sowieso trage ich ein bisschen mehr auf, weil man es in der Kamera nicht sieht, aber die hat ja schon so wenig in Natura aufgetragen, also das fand ich krass. Und zum einen ist es eine Make-up-Visagistin, aber sie trägt so wenig auf und das fand ich irgendwie lustig. So, für alle, die natürlich nicht den Chanel Bronze haben, was wahrscheinlich die meisten sein werden, kann ich euch gerade mal, wenn ihr blond seid, das von Essence empfehlen. Das trage ich jetzt auch mit diesem Pinsel von Essence auf. Den fand ich als grottig, aber wenn ihr was habt, was sehr pigmentiert ist, zum Beispiel Bronze, und wollt ihn so leicht auf die Wange bringen, ist der total gut, weil er ist halt so fluffig. Und der gibt nur ganz wenig Produkt ab. Und es ist halt gerade cool, wenn ihr so hochpigmentierte Sachen auftragen wollt. Okay, das war's zu meinem Look. Ach ja, der Lippenstift noch. Da frage ich ihn gleich noch im Video. Das ist dieser... Moment. Pure Color Crystal Lipstick Crystal... Irgendwas Crystal Pink. Alles verlinkt unten. Und ja, den tragen wir jetzt noch auf. Haare habe ich extra zurückgemacht, damit ich nicht immer den hier mache und euch nerve. Aber ich finde es nicht so cool. Ich weiß nicht, ich mag das mit offenen Haaren irgendwie lieber. Aber für ein Tutorial ist es, denke ich mal, ganz gut, wenn die Haare zurück sind. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich drehe total gerne Tutorials und bis zum nächsten Mal. Tschüss!